Ein herzliches Willkommen zurück. Im letzten Part haben wir unser neues Spiel angefangen, Lucius 3. Der letzte Teil der legendären Lucius-Trilogie, die mir persönlich Spaß macht, auch wenn sie technisch gesehen leider ein Griff ins Klo ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf diese Gartenparty hier. Hölzernes Tor. Es hört sich an, als würde dahinter eine Grillparty stattfinden. Wie wunderschön. Ist auch bestes Wetter, klarer Himmel, schöner Mond. Wirklich schön. Oh, und der Gabriel ist auch da. Habt ihr im Hintergrund ihn gesehen? Jack. Is that you, Jack? Hey, I didn't know if you were coming or not. You could have used the front door, you know. But I'm glad you're here. And who's this little guy? You remember the senator's kid, right? Wagner's son, Lucius? Oh, yeah, right. How could I forget? Last year was pretty rough on us all. I can only imagine what you must be going through. Yeah, he doesn't speak much. I just picked him up from Benedict's. I think it's good to keep him near his home while we look for a better place for him. So this is the kid? Sole survivor of the Dante fire. How's he doing? Did the doctors tell you it's okay to take him already? Lieutenant? They told me to take him to a more familiar environment. His mental health seems fine. It's just that he's going to take some time to recover from something like this. I talked to Child Services and they're going to look for a place to put him in. In the meantime, I think we should try and make him feel as comfortable as possible. Don't you agree? I do. Did you talk to Dr. Young? Maybe I should contact him for some consultation on the situation. No need to for that. I talked to him, and I think I have everything under control. Besides, he's currently on vacation. I think he said something about taking a trip to the Pink Islands. Oh, must be the Caribbean trip he was always talking about. Well then, let's just make him feel comfortable, shall we? You know, I have an idea. You know what you could do, Lucius? You could take this camera and be our cameraman for the party. Just wander around and take pictures of everyone having a good time. That sounds like a great idea. It's a great way to meet everyone here. Go right ahead, son. Let me know if you have any problems. Okay. Ja, die unterhalten sich alle ein bisschen. Die Untertitel könnt ihr gerne mitlesen. Was mich so ein bisschen wundert ist, warum hat er hier so ein Tor im Garten, obwohl man hier eigentlich nicht rausgeht. Kinder, sieh einer an. Hier hinten haben wir noch eine Figur, aber ich soll ja Fotos machen. Oh, hört auf zu labern, vor allem wenn ihr jetzt so dumm seid, die Untertitel einzupacken. Ja, ja, das waren alles wir. Das hier ist eine gute Gelegenheit, alle Bewohner kennenzulernen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an. Priester Cooper, ich sehe, dass er mich anstarrt. Weiß er was? Halt die Klappe, mach ein Foto. Alter, das ist so übelst nervig, ich hasse das. Sollen sie sich doch wehtun. Oh, hallo da. War es Lucius? Du bist unser persönlicher Fotograf, oder? Na, well, das ist lovely, darling. I wish Samantha and Derek could have something useful to do. Maybe you can come and play with them at our house. It's the one near the beach. Okay, bestimmt. You're welcome to visit any time. Our door is always open. Dankeschön. Taking those pictures won't save you, son. We all know what's coming. Don't we? Oh Lord, yes we do. Such a sweet, innocent child like you will not be saved without Jesus on your back. The devil is among us and contains the minds of these innocent children. We must ask the Lord to save him. Okay, okay. Ain't that enough for one night? Leave the poor kid alone. Was hat der Typ für einen komischen Bauch? All you need to know, son, is that you are always welcome to our house. The Lord does not discriminate. Jesus. Ah, scheiße, jetzt habe ich das so übersprungen. Ich dachte, ich kann das pausieren. Der Lord diskriminiert nicht. Okay. Was ist mit Homosexuellen? Hm? Was ist mit Transsexuellen? Was ist mit Ungläubigen? Was ist mit Sündern? Hm? Wer gibt er denn auch?
Zu dumm, dass das jetzt weggedreht ist. Fakt ist, halt die Schnauze, ey. Egal, ich fotografiere einfach weiter. So, James Morgan, er ist sichtlich betrunken, kann kaum noch stehen. Fotografieren wir den doch auch mal. Shoot, I know you do it. I know you do. Come on, you can tell me. Sneak a peek? I would. All them fine ladies sleeping there? Yeah. Really, sir? Really, sir? I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. I really must be going back to the motel. There might be customers coming and my mother gets worried. How is your mother, Banner? Haven't seen her in a while. I should come and pay a visit. Maybe bring the kid with me. She's fine, sir. We're all fine. I mean, why would you come? I mean, she... Come as you may, but she gets ill sometimes. I mean, she has been ill lately, so... She probably won't be able to see any visitors. Huh? But I'll make sure to let her know. Sometimes she gets upset. You know, I try to keep the schedule, but sometimes she just gets upset. Oh, hello there. Well, you're welcome to visit, of course. I mean, I work a lot, but I always have time to meet new friends. I always wanted a little brother, but she never listened. Sag mal, leben hier eigentlich nur Schwachmaten in diesem Inzestdorf oder was? Also, wir haben einen Priester, der irgendwie und ein anderer rechtgläubiger Mensch, der irgendwie irgendwelchen Kindern was von muss gerettet werden, sowas erzählt. Also ist nicht zu so einem Erwachsenen, also, die sind ja noch schlimmer als Zeugen Jehovas oder sowas. Kannst du so einem Kind nicht sagen, ne? Zum Glück sind wir kein gewöhnliches Kind und wir fürchten uns nicht. Dann haben wir hier so einen Säufer, dann haben wir hier einen Motelbesitzer, der geistig wohl auch nicht ganz bei der Sache ist. Gibt es hier keine normalen Menschen? Die normalste war tatsächlich noch die hier. Das ist die Frau von James Morgan, warum auch immer so eine normale Frau, so eine gutherzige Frau mit so einem Drecksäufer zusammen ist, werde ich nie verstehen. Gut. Fotografieren wir mal doch den Robert Williams. Ja, okay, ich muss die Kamera rausholen. Er ist für den Grill zuständig, natürlich. Jede Party braucht einen guten Grillmeister. That's what you get, you drunk bastard. Hey, what the hell, kid? What are you trying to do here? Give me a heart attack? Get lost, will you? Scram. Don't mind that miserable man. Take all the pictures you want. Not everyone here is as grumpy as that fool. Ain't that right, Zephyr? Get off me, you old fart. You can't even sail correctly. Is that an SGX-72 land camera? Where did you get that? I have the exact same one. It takes only 10 seconds to develop the picture. It's part of my secret project. Come on, take a picture of this young devil here. No one knows what the hell he's building, but he just keeps on building. Come see me at the docks when you have the time. I'll take you for a spin. Das wäre nett. Ach, der gute alte Fischer. Dort hinten haben wir einen Techniker. Dann haben wir noch Gabriel. Gabriel, er stand einfach nur auf der Straße. Wie ist er so schnell hierher gelangt? Ja. Er besitzt auch Kräfte. Er ist schließlich der Gesandte Gottes, wie man sagt. We meet again. You've met him before. Oh, well, yes. Charles and I go way back. Oh, really? Are you sure your personal relationship is not interfering with the case, son? Oh, quite sure, sir. Our relationship was always strictly business. And I assure you, there are no conflict of interests. I'll have to look into that. Come on now, Jackson. We're not at work. He's up on it. Come now, gentlemen. Let the boy snap his pictures. Oh, right. Yeah. Go right ahead, and if you ever come by the town hall, be sure to give me a visit. I'm sure I have some chocolate there or something. Looking at your belly, I'm thinking they might be all gone. Das war gemein.
Gut. Die Erwachsenen, die nerven eigentlich alle. Wie wär's, wenn wir uns mal die Kinder anschauen? Oh, was ist denn da los? Ein verletzter Rabe, diese Kinder quälen ihn. Vielleicht sollte ich der Kreatur helfen. Offensichtlich haben sie keine gute Meinung von mir. No, Derek! Stop that! You're hurting him! No! What's the matter, sis? Are you scared? Scared of a little birdie? No, Derek! You're killing him! Don't kill him! Who are you? It's the kid from the mansion. The rich mute. His parents are dead. His parents are dead! And he killed them! He killed them dead! He did not. They died in a fire, Dave. I heard that his dad killed his mom with a nail gun. Is that true? Yeah. You're right. Mute and crazy. What is he gonna do? Tell on us? Okay. Dieser Junge in dem Roten hat... Der junge Mann hier, der Derek, hat eindeutig dissoziale Ansätze. Wer so früh im Kindesalter schon so Tiere quält und sowas, also aus dem wird garantiert mal ein Soziopath oder ein Psychopath. Das ist seine Schwester, die scheint relativ normal zu sein. So, jetzt zeigen wir euch, warum du dich von mir fürchten solltest. Na, hast du immer noch so eine Klappe? Ja, da staunst du, was? Ja, hau lieber ab. Tja, das könnt ihr euren Eltern erzählen. Mal gucken, ob sie euch glauben. Was haben wir hier Schönes? Das Herz eines Raben. Ich kann die Seele darin immer noch nutzen. Und das ist die große Neuerung des Spiels. Wir können Raben zerplatzen lassen und deren Herzen sammeln. Und dann können wir uns in sie verwandeln. Führe ich nachher mal vor. Maybe it's time for us to go. It's getting kind of late. Especially for the kids. Oh, so soon? Well, I guess you're right. Come by the office anytime. Bring the kid for a checkup. I would love to see him. Thanks, Doc. We'll see you later. Zu Hause. Wow, die Textur lädt ziemlich schnell. Gut gemacht. Schön gemacht, Spiel. Guckt euch das an. Wunderschön, oder? Alter, wie kann man sowas nur in ein fertiges Spiel bringen? Und auch diese Übersetzungssachen, das ist über einen Monat nach Release noch drin. Ich würde das unentgeltlich machen. Shiver Production, gebt mir Geld für die Reise. Ich fahre zu euch hin. Innerhalb eines halben Tages ist das fertig. Das ist zu meiner Linken, das ist zu deiner Rechten, du Idiot. Ja, die nehme ich dann noch gerne. So, eine weitere Besonderheit des Spiels. Man kann sich umziehen. Ich zeige euch mal alle Kostüme. Ein Pyjama. Eine Fleecejacke. Ein Kostüm. Eine Regenjacke. Unser legeres Outfit, das ihr schon kennt. Und natürlich den Anzug, der ähnlich wie unser Alter ist.
So, ein Notizbuch. Hier sollte ich all meine Fotos aufbewahren. Aber jetzt haben wir ja ein Foto, wie ihr das schon kennt, also so ein Notizbuch aus dem ersten Teil. Wo du hergekommen bist, hättest du bleiben sollen. Ich sollte das Haus untersuchen und die Schriftrolle finden. Dieses Notizbuch ist praktisch, um mit denen dir zu schreiben und den Überblick zu behalten. Genau. Ich weiß genau, wo die Schriftrolle ist. Die ist dort hinten. Ja, die Kartons kann man hier leicht wegtreten. Da ist sie. Gucken wir uns die auch mal etwas genauer an. So, yeah, I had a chance to look into this a bit while you were out there doing your thing. And what I gathered was that these seals open up after certain events have happened. There seems to be sort of a continuing theme with these prophecies. It's like with the trumpets. I think we need to create some sort of figurative events that somehow conform with the events of the Bible. Like, look here. I think what we're looking for here is some sort of ruler, or a guy who's about to conquer something, a place. There's not a lot of people here who fit that description. And then there's also this bow hunting thing. We need to look for some evidence about that. Once we're 100% sure who our guy is, we make sure no one is looking for him after he's gone. So tomorrow morning, I think we should give everyone a visit. I still have to work and we need to try and keep up appearances. You never know if those become useful visits for our cause. Ja, du siehst aber auch ziemlich fertig aus. Er sollte sich mal rasieren, der gute Detective. Jack hatte eine ziemlich gute Vorstellung von dem, was kommt. Unser Ziel ist es, Leute zu finden, zu denen die Beschreibung der vier apokalyptischen Reiter passt. Yep. Und das sind quasi unsere primären Tötungsziele. Das sind zwar eher wenig, aber ja. Kapitel 1. Wenn du es baust, werden sie kommen. Dieser Gesichtsausdruck sagt mehr als alle Worte auf der Welt. Ich hoffe, wir haben gut geschlafen. Umziehen. Wir nehmen natürlich wieder diesen Look. Ein Spielzeugroboter, die Batterieklappe ist verschraubt. Wir brauchen einen Schraubenzieher. Dort drin sind nämlich Batterien, die können wir später bei diesem Cypher oder wie er heißt, ne, diesem Technikfreak, der die Kamera so toll fand, eintauschen gegen eine Drahtschere, meine ich. Reden wir erstmal mit MacGuffin. Oh, hi. You're up. I was just about to wake you up. How'd you sleep? Any trips to the underworld? Nee, ich glaube nicht. So, I've made some breakfast here. Hope you like scrambled eggs. I think you should eat and then change into something more appropriate. We should get going if we want to crack this. Das sieht zwar nicht nach Rührei aus. Ja, wir müssen frühstücken und die Kleidung wechseln. Kleidung gewechselt habe ich schon. Essen, prima. Rührei ist ziemlich lecker. Hätte ich jetzt auch Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind bereit zu gehen. Sehr schön. Dann gehen wir auch. Come on, let's go. Das brauchst du mir nicht sagen. Würde es diese ganzen Zwischensequenzen nicht geben, wäre ich mit dem Spiel viel schneller fertig. Nicht wahr, Jack? Hm? Ein Rabe. Erstaunlich zutraulich. Die meisten Raben fliegen weg, wenn Menschen ihnen so nahe kommen. Jetzt zeige ich euch das nochmal. Follow me. Wir können den Raben eliminieren, schnappen uns sein Herz und können damit Schnellreise machen. So. Kapitel 1. Ich sollte herausfinden, wer der erste Reiter ist. Der erste Reiter sollte eine Führungsposition innehaben. Jack ist gegangen. Er will, dass wir nach einer Person suchen, zu der die Beschreibung passt. Soll ich ihm folgen?
Ja, aber weil der Ort, wo es hingeht, nicht so weit weg ist, würde ich sagen, brauchen wir dafür keine Schnellreise extra zu aktivieren. Zumal wir auch, hier habt ihr die Karte, zumal wir auch nur dorthin reisen können, wo wir schon waren. Gelb ist das, wo wir schon waren, da können wir uns hinbeamen lassen, zum Beispiel hier Dr. Green, wo die Party gestern stand, oder MacGuffins Haus, ja, wo wir wohnen. Und alles andere müssen wir noch erkunden. Auch hier Übersetzungsfehler, also hier wurde zum Beispiel gar keine deutsche Übersetzung eingetragen. Verstehe ich nicht warum, aber es ist auch verwechselt worden. Zum Beispiel steht hier Tankstelle und Wasserturm. Dabei ist hier die Tankstelle und dort der Wasserturm. Nochmal Props an die Entwickler, dass man sowas. Nein! Und wie gesagt, das ist keine Alpha, das ist auch keine Beta, das ist eine volle Release-Version, vollwertig. Für 20 Euro dieses Spiel. Wenn ich nicht so ein Fan dieser Reihe wäre, wäre es eine Unverschämtheit. Dann guckt euch das mal an, ja. Wenn man ein bisschen näher rangeht. Seht ihr das? Komplett ungenau. Ja. Die armen Bäume. Die armen Bäume, die armen Felsen. Warum so spät? Warum ploppt das so spät auf? Alter, das ist wie Anfang der 2000er. Das kann nicht wahr sein. Ja, anscheinend ist das unser erstes Haus. Wir machen im ersten Kapitel im Wesentlichen nur eine Stadtführung. Deswegen wird dieses Kapitel wahrscheinlich auch am längsten von allen dauern. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Mal gucken, was uns hier erwartet. Bis dahin, bleibt dran. Obwohl das Spiel scheiße ist, in gewissem Maße, ich weiß. Aber es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, denn die Tötungen und die Geschichte ist es wirklich wert. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.